ist der Kollege Michael Frieser. Das ist schwer heute. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen mich ohne Gepäck und ohne Rucksack ans Rednerpult treten. Der Wandertag ist vorbei. Allenfalls mit einer gewissen geistigen Last. Frau von Storch, wenn es um Verrohung der Gesellschaft geht, wenn es um die Frage der Art der Auseinandersetzung geht, wie Menschen in diesem Land, in dieser Demokratie miteinander umgehen, wie sie einen Konsens suchen, um des Landes Bestes zu finden, um das Beste für die Menschen herauszuholen. Glauben Sie, dass gegen eine solche Art von Verrohung solch eine Art von Rede hilft? Es tut mir leid, das glaube ich nicht. Eine Debatte um extremistische Gewalt gerät immer in die Schwierigkeit, je nach Deliktsart aufgerechnet zu werden. Da kommt man sehr schnell auf moralisch dünnes Eis und brüchiges Terrain. Egal, wie man das betont, bekommt man von der einen Seite Beifall, bekommt man von der anderen Seite Beifall. Ich kehre zurück zum pädagogischen Prinzip der Wiederholung. Schön, dass wenigstens dieser eine Satz, Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung, durchaus Konsens zu sein scheint. Ich wende mich auf diese Seite und sage, auch Gewalt gegen Sachen ist kein Mittel der Auseinandersetzung. Das gilt für alle in diesem Haus, das muss für alle Arten auch von extremistischer Auseinandersetzung gelten. Und auf der anderen Seite darf ich sagen, nicht nur zugefügte Verletzungen persönlicher Natur in diesem Haus, übrigens draußen, tun mir persönlich leid. Das trifft auch den Herrn Gottschalk. Tut mir leid, wenn es zu solchen Verletzungen kommen muss. Nur Solidaritätsbekundungen einzufordern, da hätte ich mich schon auch gefreut, wenn man mal die Frauen und Männer in Polizeiuniform vor dem AfD-Parteitag, die, obwohl sie vielleicht nicht politisch derselben Auffassung sind, ihren Kopf, zum Teil auch ihr Leben dafür hinhalten, nicht nur in diesem Fall Solidaritätsbekundungen mit denen, die sie bei ihren Parteitagen schützen. Das hätte mich tatsächlich gefreut. Ich habe es leider Gottes erst festgestellt, als das meines Erachtens etwas zu spät war. Ich glaube, dass Verrohung in der Gesellschaft und eine Auseinandersetzung draußen schon auch was mit der Frage zu tun hat, wie man tatsächlich miteinander umgeht. Das prägt das Bild und das Verständnis diesem Staat und dieser Gesellschaft gegenüber. Ich glaube, dass diese Regierung, ich glaube auch, dass dieses Haus sich bisher in einem großen Konsens schon darüber einig war, dass wir sehr viel tun, um dieses Verständnis in umfangreichen Programmen den Menschen nahezubringen. Demokratie leben, um nur eins zu nennen, aus dem Bereich des Innen. Da geht viel Geld hin. Ja, wir können und müssen auch darüber reden, dass ich auch in meiner politischen Vita und Agenda, zum Beispiel im Umfeld des G20-Gipfels, so viel Verharmlosung, Verniedlichung linksextremer Gewalt erlebt habe wie selten zuvor. Auch darüber müssen wir reden, dass die Programme vielleicht nicht richtig aussondiert sind. Aber jetzt hatte ich mich gerade wieder an diese Seite gewandt. Es geht die Vorbereitung jener Form von Verrohung der Gesellschaft, findet natürlich zum großen Teil im Internet statt. Und zwar ganz praktisch in der Anleitung zur Ausübung von Gewalt, wie auch intellektuell. Und jetzt müssen Sie mir verraten, warum man dann ausgerechnet gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, das diese Form von Hass, Bevorreitung und Plattform zum Ziel hatte, genau das zu zerlegen. Das versteht kein Mensch mehr. Wenn an die Kollegen der AfD. Ja, wir müssen in diesem Land wieder reden über die Frage,
Strafbarkeit von Sympathiewerbung für Extremisten. Ja, wir müssen über die Frage reden, Extremismusklausel, das heißt einfordern, das ist eine Haltung positiv, ein Ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie sind auch alle neuen Kollegen, verantwortlich dafür, wie die Gesellschaft miteinander umgeht. Und wenn wir an dieser Stelle nicht aufeinander einprügeln, nicht nur tatsächlich, sondern auch rhetorisch, bin ich der Auffassung, dass das im Land auch Schule machen kann. Vielen Dank. Die nächste Rednerin in der Debatte.